Nach knapp 22 Jahren als Trainer des englischen Fußball-Traditionsclubs FC Arsenal räumte Arsene Wenger im Sommer seinen Stuhl. Seither ranken sich Gerüchte um die Zukunft des Franzosen. Neuesten Medienberichten zufolge könnte es den 69-Jährigen nach Italien ziehen. Laut France Football soll Wenger in Verhandlungen mit dem AC Mailand stehen und dort Gennaro Gattuso ersetzen. Unter dem Ex-Profi haben die Rossoneri einen schwachen Saisonstart hingelegt, zuletzt aber eine kleine Aufholjagd gestartet. Nach 11 Spieltagen belegt Milan Platz 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends sollen die Verantwortlichen unzufrieden sein und eine Veränderung auf dem Trainerposten anstreben. Angeblich sollen mit Wenger bereits die Rahmenbedingungen einer Zusammenarbeit ausgehandelt worden sein. Federführend waren dabei wohl die Geschäftsmänner Gordon und Paul Singer, die mit ihrem Hedgefonds Elliott seit kurzem Mehrheitseigentümer beim AC Mailand sind. Beide sollen den Stil von Arsene Wenger bewundern. Der Altmeister galt in den vergangenen Monaten auch als Kandidat für die Position des Sportdirektors beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Darüber hinaus wurde über ein Engagement beim deutschen Rekordmeister Bayern München spekuliert.